Nachwelt 2030 im Herzen des Winters von Georg Bruckmann. Einige Jahre nach dem letzten großen Krieg, der die gesamte menschliche Zivilisation in Schutt und Asche legte, kam der Rote Bruch. Mit zorniger Urgewalt ließ er die Erde bersten und verwüstete das Antlitz der Welt ein weiteres Mal. Diesmal gründlicher und gnadenloser, als jede menschgemachte Katastrophe es jemals vermocht hätte. Die Kontinente begannen zu wandern, rissen auf, barsten in roter, heißer Wut, so schien es den letzten Menschen. Lavaströme, Stürme und Fluten, tödliche Dürren und beißender Frost kannten in diesem einen schwarzen Jahr nur ein einziges Ziel: die endgültige Säuberung der Erde von der menschlichen Rasse. Städte und Landstriche wurden verschluckt von feurigen Schlündern und wieder ausgespuckt, deformiert und versenkt. Ein finaler Todesstoß, von dem man nicht wusste, ob die grässlichen Bomben des Krieges ihn ausgelöst hatten oder ob er den alten Menschen ohnehin bevorgestanden hätte. Für die wenigen, die zuvor schon den Krieg überlebt hatten, spielte der Auslöser für den Roten Bruch auch keine Rolle mehr. Sie hatten keine andere Wahl, als sich dieser neuen, anderen Welt zu stellen. Mariam und Rolf sind zwei von ihnen. Und dies ist ihre Geschichte. Rolf fühlte sich nicht wohl dabei, dass er Mariam zurückgelassen hatte. Aber er musste etwas zu essen besorgen. Und zwar dringend. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es bald noch kälter und noch stürmischer werden würde. Bereits jetzt malträtierte der unangenehm kalte Bergwind sein Gesicht und er wusste, dass es noch schlimmer werden würde. Gottverdammt, warum hat die Kleine sich bloß schwängern lassen, dachte er, aber dann trat ein Lächeln auf sein Gesicht. Er hatte den Jungen gemocht. Der Kerl hatte Mariam glücklich gemacht, auch wenn ihnen nicht viel gemeinsame Zeit beschieden war. Den paar Wochen liebestrunkener Euphorie war ein plötzlicher und schrecklicher Verlust gefolgt. Als hätte das Mädchen in seinem Leben noch nicht genug verloren. Aber naja, man musste die Dinge nehmen, wie sie kamen. So war es eben gelaufen. Aber jetzt war Mariams Leib zu unförmig geworden. Sie würden es nicht über den Berghang schaffen. Und was hieß schon Berghang? Dieser Berg, der hier aufragte. Dieser schneebedeckte Felsen mit seinen bizarren Formen. Er hatte nicht mal mehr einen Namen. Seit dem Roten Bruch war die Welt eine andere. Die Geographie hatte sich verändert. Mit Schrecken dachte er an die schreckliche Zeit zurück, in der sie vor Erdbeben, Hagelstürmen und Vulkanausbrüchen geflohen waren, wie sie gerannt waren, während der Boden unter ihren Füßen gebebt hatte, sich an den Händen gehalten hatten, wie sie geschrien hatten und nicht wussten, wohin. Aber sie hatten Glück gehabt. Das konnten nicht viele über sich behaupten. Die Welt jetzt war ein ganzes Stück leerer geworden, deutlich leerer als direkt nach dem großen Krieg. Da war jedes neue Leben willkommen. Und naja, neues Leben brauchte Nahrung. Da kam ihm der große Gamsbock, den er verfolgte, gerade recht. Nicht, dass der Säugling Fleisch fressen würde. Naja, zumindest hoffte Rolf das. Also, dass der Säugling normal sein würde. Vieles war anders seit dem großen Bruch. Er hatte viele bizarre Dinge gesehen, schreckliche Dinge. Aber nein, er brauchte das Fleisch des Gamsbocks für sich selbst und für Mariam, damit sie stark blieb und gesund und ihr Kind nähern konnte. Ganz davon abgesehen freute auch er sich auf ein ordentliches Stück Fleisch. Seit Mariam und er beschlossen hatten, dass sie herausfinden wollten, ob es hinter diesen Bergen besser war als dort, wo sie sich vorher niedergelassen hatten, hatte es nur karge Reiserationen gegeben. Nüsse, getrocknete Beeren, trocknetes Obst und so Zeug. Rolf verzog das Gesicht.
Er freute sich darauf zu riechen, wie das Fett im Feuer brutzeln würde. Der Gamsbock befand sich etwa 60 Meter über ihm. Das große Tier war sich nicht im Klaren darüber, dass es gejagt wurde. Dennoch war sich Rolf ziemlich sicher, dass es wusste, dass er da war. Die hellgrauen, windgepeitschten Wolken am Himmel ließen den Umriss des Tieres schwarz wirken, als es von Rolfs Anwesenheit unbeeindruckt seinen Weg nach oben weiterhin fortsetzte. Rechts von dem Tier fiel der Hang steil ab, beinahe senkrecht. Das war einer der Gründe, aus denen Rolf noch nicht geschossen hatte. Selbst wenn er sich gute Chancen auf einen Treffer ausgerechnet hätte, wäre das Tier dort hinuntergestürzt, dann hätte er es nie in seine Finger bekommen. Seine Finger, tja, die waren ein weiterer Grund, aus dem er sich bis jetzt zurückgehalten hatte. Vor etwas mehr als einer Dekade hatte die Explosion einer Handgranate ihn 3 Finger an seiner rechten Hand gekostet. Sicher, er hatte seitdem trainiert, mit Waffen umzugehen, sie mit der linken Hand zu benutzen. Aber zu seiner alten Selbstsicherheit, was das anging, hatte er nie zurückgefunden. Es war nicht nur das Zielen, auch der Rückstoß von schweren Waffen machte ihm Probleme. Über der dicken Winterjacke, die über die Jahre hinweg einiges an Farbe verloren hatte, trug er 2 Hirschfelle, die seinen großen Leib vor der Kälte schützen sollten. Die Jahre. Sie hatten nicht nur seine Winterjacke ausgebleicht, sie hatten ihn auch ein wenig krumm gemacht. Sicher, an den meisten Tagen fühlte er sich noch stark, aber seine Sterblichkeit war ihm inzwischen nur zu bewusst. Er musste vorsichtig sein, die Kleine brauchte ihn, und bald würde noch ein Mensch ihn brauchen. Sie hatten gehofft, es noch vor der Geburt über den Bergrücken schaffen zu können. Aber dann hatte das Mädchen Krämpfe bekommen. Es war ein Glück gewesen, dass sie die alte Hütte gefunden hatten. Und ein noch viel glücklicherer Umstand war es, dass die Hütte den roten Bruch annähernd unbeschadet überstanden hatte. Es hatte nur wenige Ausbesserungsarbeiten bedurft, sie wieder bewohnbar zu machen. Oben auf dem Grat des Berges blieb der Gamsbock stehen. Auch Rolf hielt an, lauschte. Rolfs Geheul in weiter Entfernung. Trotzdem machte es den Gamsbock nervös. Vielleicht sollte ich besser etwas Abstand halten, dachte Rolf, so lange, bis ich eine wirklich gute Gelegenheit habe. Während er weiter zum schwarzen Umriss des Tieres über sich hinaufstarrte, überprüfte er seine Waffe. Eine stark modifizierte Heckler- und Koch-Maschinenpistole. Mit dem Ding konnte er auf 150 Meter, mit etwas Glück vielleicht auf 200 Meter treffen. Aber das war, naja, eher ein Glücksspiel, selbst mit dem Zielfernrohr, das Mück für ihn angebracht hatte. Und nicht nur das hatte Mück getan. Er hatte die ganze Waffe von Grund auf für Rolf entworfen. Der Gedanke an den Jungen schmerzte ihn. Rolf hatte keine Ahnung, wo er war und ob es ihm gut ging. Sie beide schuldeten sich viel, hatten einander mehrfach das Leben gerettet. Vor 10 Jahren oder 12 und auch danach noch. Das Gedenken an Mück war einer der Hauptgründe, aus dem Rolf diese Waffe immer noch bei sich behielt und sie hegte und pflegte. Heutzutage fand man kaum noch Munition für Schusswaffen. Kugeln waren extrem kostbar. Inzwischen waren sie eher ein Zahlungsmittel als eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Rolf wusste genau, wie viele er noch im Magazin hatte. 13. Na, wenn das mal kein gutes Omen ist, dachte er und fuhr sich mit den Fingern durch den blondgrauen Vollbart, den er sich inzwischen stehen ließ. Die leichte Maschinenpistole war mit 2 Lederriemen an seinem Unterarm befestigt, was es ihm ermöglichte, sie auch mit rechts zu benutzen. Mück war es gewesen, der die nötigen Umbauten vorgenommen hatte. Einmal mehr musste Rolf lächeln, als er an all die unzähligen technischen Spielereien dachte, mit denen der Junge sich zu helfen gewusst hatte. Mück war bei einem Luftschlag im Verlauf des Krieges ziemlich schwer verletzt worden. Aber er war schlau gewesen, hatte es geschafft, sich selbst zu helfen und sich ziemlich gut eingerichtet in dem Munitionsdepot in Köppern. Die Sache war nur, kein Mensch wusste, ob
der rote Bruch Köppern so belassen hatte, wie Rolf es kannte, oder ob die Erde es verschluckt hatte. Scheiße nochmal. Er hoffte, er würde den Jungen irgendwann wiedersehen. Der Gamsbock wühlte mit der Schnauze im Schnee und als er sie wieder hob, kaute er irgendetwas. Er hatte wohl ein wenig Grün gefunden, das er sich einverleiben konnte. Ja, friss nur, damit du schön fett bist, wenn ich dich abknalle. Rolf setzte sich wieder in Bewegung. Wenn das Tier dort oben an dieser Stelle etwas zu fressen fand, würde es vielleicht noch eine Weile dort bleiben. Das war eine gute Chance, um näher heranzukommen. Rolf überlegte, 20 oder 30 Meter wären nicht schlecht. Auf diese Entfernung würde er mit Sicherheit treffen können. Blieb nur noch das Problem mit dem Abhang. Aber darüber konnte er sich Gedanken machen, wenn es soweit war. Erst einmal galt es, in die Nähe des Tieres zu kommen. Um alles andere konnte er sich kümmern, wenn es soweit war. Als Rolf beobachtet hatte, wie das Tier den Bergrücken erklommen hatte, hatte es spielend einfach ausgesehen. Ihm verlangte der Aufstieg einiges ab. Die Beine wurden ihm schwer, während er vor sich hinstopfte und es nicht wagte, den Blick von dem Tier abzuwenden. Vereinzelte Schneeflocken tanzten in seinem Blickfeld umher, während hinter dem Tier die Wolkendecke für einen kurzen Moment aufriss und blauen Himmel durchließ. Rolf kniff die Augen zusammen. War dort oben ein weiteres Tier? Für einen Moment hat es so ausgesehen. Aber nein, es musste die plötzliche Helligkeit gewesen sein, die seine Augen fehlgeleitet hatte. Schritt für Schritt ging er weiter, spürte, wie der Schnee unter seinen Stiefeln knirschte und seine eigenen Atemwolken umhüllten seinen Kopf und schlugen sich feucht in seinem Bart und an seinem Haar nieder. Etwa auf halber Strecke musste er verschnaufen. Schwer atmend blieb er stehen und blickte sich nach hinten um. Die Hütte im Tal, in der Mariam sich befand und auf ihn wartete, war klein geworden. Er war weiter von ihr abgekommen, als er es gedacht hatte. Aber er hatte keine Wahl. Er musste dem Tier folgen. Mit einem routinierten Blick versicherte er sich, dass sich die Maschinenpistole im Einzelschussmodus befand. Wie gesagt, Munition war kostbar. Gleichzeitig aber hing zu viel von seinem heutigen Jagderfolg ab, als dass er den Bogen genommen hätte. Das Ding machte ihm eh nur Probleme, auch wenn er inzwischen halbwegs damit umzugehen gelernt hatte. Da er nur seinen Daumen und Zeigefinger hatte, um die Sehne zu spannen, naja, ein- oder zweimal mochte es ihm hintereinander gelingen, die Waffe ganz durchzuziehen. Öfter eher nicht. Da machte es nichts, dass der Bogen zusammen mit dem Rest ihrer Ausrüstung und ein paar anderen Waffen bei Mariam in der Hütte zurückgeblieben war. Rolf machte noch ein paar bewusst langsame, tiefe Atemzüge, dann setzte er seinen Weg fort. Der Gamsbock war dort oben noch immer mit Fressen beschäftigt. Und noch immer war er viel zu nah an dem Abhang. Der Umriss des Tiers, der sich jetzt gegen den wiederergrauten Himmel abzeichnete, hatte mit den Hörnern eine gewisse Größe, eine Art von Majestät, die Rolf bewunderte. Aber er wusste, von nahem und tot würde das Tier relativ dämlich aussehen. So war es mit beinahe allen Geschöpfen, die das Leben verlassen hatte. Menschen eingeschlossen. Als hätte der Gamsbock Rolfs mörderische Gedanken wahrgenommen, drehte er jetzt den Kopf in seine Richtung und witterte. Verdammte Scheiße, dachte Rolf. Wie angewurzelt blieb er stehen und regte sich nicht. Aber es war zu spät. Irgendetwas störte das Tier. Es machte ein paar schnelle Sätze und dann war es aus Rolfs Blickfeld verschwunden. Er musste sich beeilen. Naja, immerhin graste das verdammte Mistvieh jetzt nicht mehr direkt neben dem Abhang. Rolf hatte sich nach besten Kräften beeilt. Dennoch hatte er eine ganze Weile gebraucht, bis er die Stelle erreicht hatte, an der der Gamsbock gegrast hatte. Ganze zweimal hatte er pausieren müssen, hatte innehalten müssen, um wieder zu Atem zu kommen. Jetzt aber sah er das Tier wieder. Es befand sich noch immer ungefähr 60 Meter von ihm entfernt.
Das war aber nicht das einzig Interessante, das er wahrnahm. Ohne genau zu wissen, warum, hatte er die ganze Zeit über angenommen, dass es auf der anderen Seite des Kamms, den der Gamsburg erklommen hatte, ebenso steil hinabgehen würde, wie auf der rechten Seite, die er hatte sehen können. Aber dem war nicht so. Während der Bergkamm weiter nach oben hin anstieg und auf einen bizarr geformten Gipfel zuführte, lag linker Hand eine Hochebene. Ein kleines Plateau von vielleicht 250 Metern Radius. Überall ringsum ragten weitere scharfzackige, hohe und zerklüftete Felsen auf. Sie schlossen die seltsame Hochebene ein, mehr oder weniger zumindest. Im Grunde hätte dies die Hochebene zu einem Tal gemacht, aber etwas in Rolf wehrte sich gegen den Begriff. Alles hier sah zu unnatürlich aus. Der Bruch hatte es gemacht. Der Gamsburg schien keinerlei Gefahr mehr zu wittern. Rolf erlaubte es sich also, dem Tier dabei zuzusehen, wie es in gemütlicher Geschwindigkeit umherstreifte und weiter nach Futter suchte, während er gleichzeitig versuchte, die Gegebenheiten dieses seltsamen Plateaus zu erfassen. Halb im Boden versunken ragten der Turm und das Dach einer Kirche aus glattem schwarzem Gestein in einem etwa 70 Grad steilen, nach links führenden Winkel aus dem Boden heraus. Direkt daneben, etwa 20 Meter weiter, ragten das Heck und eine Tragfläche einer Transportmaschine aus dem Erdreich. Der Gamsburg steuerte direkt auf eine Stelle neben der seltsamen Kirche und dem abgestürzten Flugzeug zu. Rolf sah jetzt auch warum. Die Schneedecke dort schien dünner zu sein. Etwas braun und grün schimmerte hindurch. Offenbar war der Boden hier etwas wärmer als in der Gegend ringsum, was seltsam war. Aber jetzt, wo dies Rolf einmal aufgefallen war, entdeckte er überall auf dem Plateau verschiedene Stellen, an denen das genauso war. An manchen lag sogar gar kein Schnee mehr. Irgendetwas Grünes, also andere Pflanzen, gab es dort allerdings auch nicht. Wahrscheinlich hatte der Gamsburg oder irgendwelche anderen Tiere dort schon ganz ordentlich zugeschlagen. Dieser Umstand zauberte Rolf ein weiteres Lächeln auf sein Gesicht. Das bedeutete, dass er hier oben gute Jagdgründe entdeckt hatte, auch wenn sie einige Kilometer von der Hütte entfernt waren. Weiter weg von Mariam, als es ihm lieb war. Ja, sicher. Aber trotzdem, besser als nichts. Noch immer schenkte seine Beute ihm keinerlei Beachtung, während Rolf dem Tier weiter folgte. Er reduzierte den Abstand zwischen sich und seinem Ziel nur sehr langsam und vorsichtig. Er wollte es nicht noch einmal erschrecken. Erneut überprüfte er seine Waffe, während er Schritt für Schritt näher an den Gamsburg herankam. Der Schnee unter seinen Stiefeln knirschte nun nicht mehr ganz so laut. Das Geräusch wurde nasser, matschiger. Von unten, von der Hütte her, aber noch weiter entfernt, konnte er erneut die Wölfe heulen hören. Kein Wunder, dass der Gamsburg hier oben sein Glück suchte, wenn dort unten die Bestien waren. Und auch für Rolf war das ein Glücksfall. Er hatte nicht die geringste Lust, sich mit einem ausgewachsenen Rudel um seine Beute zu streiten. Tiere, vor allem die mutierten Varianten, waren inzwischen eine mindestens so große Gefahr wie andere Menschen. Und gerade was die Wölfe anging, denen hatten sich verwilderte Haushunde angeschlossen, in Massen. Zumindest die stärksten und wildesten von ihnen wurden geduldet. Die Spezies hatten sich stark vermischt, waren gefährlicher geworden, intelligenter, mit weniger Angst vor Menschen als jemals zuvor. Inzwischen war es Rolf gelungen, den Abstand zu dem Gamsburg auf etwa 40 Meter zu reduzieren. Sein Weg hatte ihn näher an das Flugzeugwrack, das halb in der Erde vergraben in den Himmel ragte, und der seltsamen Kirche geführt. Auch sie ragte in einem bizarren Winkel aus dem schneebedeckten Boden heraus. Es war kein großes Gebäude. Das war es nicht, was seinen Blick immer wieder anzog. Es war das Gestein.
Das Mauerwerk der Kirche war glatt wie Glas, so als wäre es einmal geschmolzen gewesen, und wahrscheinlich war es genau das, was im Zuge des Roten Bruchs passiert war. Ein feuriger Höllenschlund hatte sich aufgetan und das Gebäude verschluckt, das dann hier, aus irgendwelchen Gründen, ausgerechnet hier, wieder ausgespuckt. Das Gestein war geschmolzen gewesen, war wieder erkaltet, und nun sah es aus, wie es nun mal aussah. Jetzt, von seiner neuen Position aus, konnte Rolf erkennen, dass die Wände längst nicht mehr gerade waren. Sie waren verbogen in organischen Kurven. Nicht, als wären sie zerbrochen oder so etwas. Einfach verbogen wie ein verdrehtes Stück Metall. Am Turm sah man das besonders deutlich. Für einen kleinen Moment fragte sich Rolf, ob die Glocke diese ganze Geschichte wohl überlebt haben könnte. Denn dann könnte man mit Sicherheit anhand der Prägung herausfinden, wo diese Kirche vor dem Roten Bruch einmal gestanden hatte. Aber er verwarf den Gedanken wieder. Wenn Stein schmolz, blieb von einer Metallglocke, Bronze oder Messing oder sonst etwas, nichts mehr übrig. Dennoch beschloss er, das Gebäude früher oder später zu erkunden und auf nützliche Gegenstände abzusuchen. Vielleicht war die alte Kirche ja sogar ein besserer Unterschlupf als die alte Hütte, in der Mariam sich gerade befand und auf ihn wartete. Plötzlich musste Rolf leise lachen. Er hatte bemerkt, dass er Zeit schindete. Er wollte bei der Geburt nicht unbedingt dabei sein, gestand er sich ein. Aber es half ja nichts. Er konnte das Mädchen nicht seinem Schicksal überlassen. Er musste helfen, denn außer ihm war niemand da. Inzwischen hatte er den Abstand zwischen sich und dem Gamsburg um weitere 5 oder 6 Meter reduziert. Probeweise hob er den rechten Arm und legte mit der daran befestigten Maschinenpistole auf das Tier an. In der Optik sah alles gut aus, aber so ganz traute er dem Frieden noch nicht. Nein, es ist noch zu früh, dachte er. Er musste zu 100% sicher sein, dass sein Schuss nicht verfehlen würde. Wie gesagt, Kugeln waren kostbar und am Ende, nun ja, es wäre besser für alle Beteiligten, wenn er mit Beute in die Hütte zurückkehren würde. Nur noch 5 oder 6 oder 7 oder 8 Meter näher heran, dann würde er schießen und dann würde er auch mit Sicherheit treffen. Dann hätte er immer noch Zeit genug, sich auf diesem seltsamen Hochplateau etwas genauer umzusehen. So würde er es machen. Während er weiter vorsichtig einen Fuß vor den nächsten setzte und den Gamsbock nicht aus den Augen ließ, kam ihm das Wort Bruchzone in den Sinn. Ja, das hier war eine Bruchzone, ein Gebiet, das vom Roten Bruch geformt worden war. Die unwirklichen Winkel, nicht gewachsen, nicht vom Wind aus dem Fels geweht. Es hatte etwas Unheimliches, etwas Fremdes, all das hier. Mit einem Mal kam ihm der Gamsburg größer vor, als ein Gamsburg es eigentlich sein dürfte. Natürlich, es konnte sein, dass das Tier mutiert war. In der Hütte hatte er einen Geigerzähler, aber das Fleisch... Es musste einfach genießbar sein. Abrupt hielt Rolf inne, erstarrte, als das Tier seine Richtung änderte und in Richtung des Flugzeugwracks trottete. Es war eine große Maschine. Ganz verblichen konnte man noch Indian Airways darauf lesen, auf der Heckflosse oder wie dieser Teil eines Flugzeugs genannt wurde. Ganz sicher war sich Rolf da nicht. Aber eines fiel ihm ein. Falls das eine Reisemaschine gewesen war, dann würde es dort drin unter Umständen Gepäck geben. Frische Kleidung, warme Kleidung und noch etwas. Kerosin, Brennstoff für Öllampen. Er könnte es Mariam ganz behaglich und warm machen in der Hütte. Ihr und dem Kind, das sie bald gebären würde. Natürlich, er hatte schon für einen Holzvorrat gesorgt, aber was man hatte, hatte man. Das hatte mal ein schlauer Mensch gesagt. Rolf schob die Erinnerung an Schütze beiseite. Solche Gedanken konnte er jetzt nicht gebrauchen. Stattdessen sah er dem Gamsburg dabei zu,
wie er im Schatten unter der Tragfläche mit der Schnauze im Schnee herumwühlte, als würde er noch mehr Gräser suchen, die er fressen konnte. Scheiße, das Vieh war fett genug, fand Rolf mit einem Mal, legte an und schoss. Die Kugel verließ den Lauf der Maschinenpistole. Ein kalter Windhauch traf Rolfs Gesicht, von dem er bis zu diesem Moment noch gar nicht gewusst hatte, dass es schweißnass war. Der Gamsburg hob den Kopf, blickte in Rolfs Richtung, über die Schulter, wenn man so wollte. Dann drehte er sich ein Stück. Die Kugel hatte ihn beinahe erreicht. Im letzten Moment schien das Tier etwas zu bemerken. Die Augen weiteten sich, dann riss die Kugel das Fleisch seines linken Hinterlaufes auf. Unwillkürliche Muskelzuckungen katapultierten das Tier hoch in die Luft. Ein seltsamer, beinahe menschlicher Schrei entrang sich dem gehörnten Wesen. Dann landete es wieder, roten Blutnebel hinter sich in der Luft versprühend. Er dampfte, dieser Nebel, und mit Entsetzen musste Rolf mit ansehen, wie das Tier zu rennen begann. Auch Rolf begann sich wieder in Bewegung zu setzen, während er dem Tier nachsah. Die Bewegungen des Gamsburgs waren ungelenk, man konnte an ihnen ablesen, dass er es nicht mehr lange machen würde. Aber noch bewegte er sich von Rolf weg. Offenbar wollte das Tier raus aus der fremdartigen Bruchzone, zurück auf den Bergrücken, den hinauf Rolf es verfolgt hatte. Verdammte Scheiße, das Vieh darf nicht zu nah an die Kante kommen, dachte Rolf und legte erneut an, aber er traute sich nicht, erneut auf das fliehende Tier zu schießen. Er konnte nur hoffen, dass der Schmerz und die Todesangst das Tier nicht dazu bringen würden, über die Kante zu stürzen. Auch Rolf rannte jetzt, so gut es der schneebedeckte Boden eben zuließ. Es war ihm ein leichtes, die Blutspur zu verfolgen, die das Tier hinter sich herzog. Nicht so leicht allerdings war es, mit dem tödlich verwundeten Gamsburg Schritt zu halten. Marian schlug die Augen auf und sah sich in der Hütte um. Sie musste kurz eingeschlafen sein. Das war ihr schon ein paar Mal passiert, seit Rolf losgezogen war, um etwas zu essen zu besorgen. Wir hätten unten im Tal bleiben sollen, wo es sicher war, dachte sie und hatte ein schlechtes Gewissen. Natürlich sagte sie sich, dass sie es nicht hatte wissen können, dass sie nicht hatte wissen können, dass ihr Zustand ausgerechnet jetzt schlechter werden würde. Jetzt, wo sie das Gebirge beinahe schon überquert hatten. Es war Glück im Unglück gewesen, dass sie die Hütte gefunden hatten. Irgendwann einmal war diese Hütte sicherlich eine halbwegs brauchbare Bleibe gewesen. Aber auch ihr hatte der rote Bruch zugesetzt. Die Wände waren schief und zwischen den Baumstämmen, aus denen die Wände gebaut waren, klafften überall Risse, durch die der Wind pfiff. Natürlich hatten Rolf und auch sie selbst ihr Möglichstes getan, um die Lücken zu schließen, damit das Feuer, das die Hütte wärmte, überhaupt einen Effekt haben konnte. Und es klappte auch so halbwegs. Trotzdem musste sie sich auf dem überraschend weichen Bett liegend mit allem zudecken, was ihr zur Verfügung stand. Mit Kleidungsstücken, mit Decken, Schlafsäcken und Fellen, damit sie nicht fror. Was für eine Scheißidee, dachte sie einmal mehr. Nein, sie hätten die Geburt ihres Kindes besser abgewartet. Zur Not ein ganzes Jahr gewartet, bevor sie ihr Lager verlassen hatten. Es hatte an einem Fluss gelegen, der sie mit Fisch und Wasser versorgt hatte. Aber naja, es war Winter geworden. Der Fluss war zugefroren und das Angeln beschwerlich geworden. Aber das war nicht der eigentliche Grund gewesen. Ihr Geist war rastlos geworden und sie hatte gespürt, dass es sich bei Rolf genauso verhalten hatte. Er hatte sofort zugestimmt, aufzubrechen. Also war es ja nicht ihre Schuld, oder? Er war der Ältere. Er musste doch wissen, was richtig und wichtig war und wie man es machte.
Tatsächlich, dachte sie mit einem Lächeln und war plötzlich milder gestimmt, hatte Rolf ihr alles beigebracht, was sie wusste, oder wenn nicht, dann doch so ziemlich alles. Da konnte sie ihm jetzt schlecht vorwerfen, dass er vom Kinderkriegen keine Ahnung hatte. Sie ja auch nicht. Sie hatte eine Scheißangst. Manchmal hatte sie sogar regelrechte Angstanfälle, wenn ihr Leib schmerzte, stach und pochte und sie nicht wusste, was das sollte, was es zu bedeuten hatte und was weiter mit ihr passieren würde. Das Ganze war beängstigend, es war schrecklich, unaufhaltsam und es gab kein Entkommen davor. Trotzdem wusste sie schon jetzt, dass sie ihr Kind lieben würde. So wie sie den Vater geliebt hatte. Für einen Moment verdrängte sie die Erinnerung. Sie dachte in letzter Zeit viel zu oft an ihn. Das machte ihn auch nicht wieder lebendig und lenkte sie nur ab. Diese pragmatische Art des Denkens hatte sie wohl auch von Rolf übernommen. Manchmal kam sie damit herzloser und kälter rüber, als sie eigentlich war. Aber laut Rolf hatte man nicht groß die Wahl. Man musste mehr oder weniger herzlos und kalt sein, wenn man überleben wollte. Das war schon vor dem roten Bruch so gewesen, und jetzt galt es umso mehr. Sie zwang sich, sich aufzusetzen und sich erneut in der Hütte umzusehen. War noch genug Holz im Feuer? Nein, nicht wirklich. Sie musste nachlegen. Neben dem Bett, auf dem sie jetzt saß, gab es noch einen Tisch und zwei Stühle. Die Türen der beiden Wandregale waren offen gewesen. Der Inhalt hatte auf dem Boden verteilt dagelegen, als sie die Hütte betreten hatten. Entweder hatte jemand das Zeug rausgerissen und auf dem Boden verteilt, weil er irgendetwas gesucht hatte, oder es war der rote Bruch gewesen, der die Hütte durch die Gegend gewirbelt hatte. Heutzutage war so etwas schwer zu sagen, aber immerhin hatten sie keine Leichen in der Hütte gefunden. Sie hatten das als gutes Omen genommen. Rolf hatte den ganzen Plunder, zerbrochenes Geschirr, Besteck, Servietten, Geschirrhandtücher, alles Zeug aus der alten Welt, mit ein paar Bewegungen an die Wand geschoben und damit Platz für ihre eigenen Habseligkeiten geschaffen. Mitten im Raum, damit Mariam auch ja immer Zugriff darauf hatte, standen ihre beiden großen und schweren Rucksäcke aneinander gelehnt. An ihrem lehnte noch ein Jagdgewehr mit Zielfernrohr, und in mehreren außen an den Rucksäcken angebrachten Taschen und Futteralen befanden sich noch eine doppelläufige abgesägte Schrotflinte, ein fast unterarmlanger Dolch und eine Axt. Mariams Bogen samt Pfeilköcher lag auf dem Tisch in der Nähe des Fensters, aus dem sie Rolf nachgesehen hatte, als er losgezogen war. Rolf, sie konnte wirklich froh sein, dass sie ihn hatte. Eine treuere Seele gab es nicht auf der ganzen Welt. Genau genommen wusste sie nicht, warum er noch bei ihr blieb. Sie war jetzt erwachsen, konnte selbst auf sich aufpassen. Naja, zumindest, wenn sie nicht gerade schwanger war und kurz vor der Geburt stand. Aber auch jetzt war sie alles andere als wehrlos. Es spielte keine Rolle, ob ihr Körper versuchte, sie zu verraten, ob er versuchte, sie schwach zu machen. Sie konnte ihre Angelegenheiten selbst regeln. Jawohl. Mariam stand auf und legte Holz nach. Kaum hatte sie eines der Holzscheite in die Flammen gelegt, die Rolf, bevor er losgegangen war, für sie gehackt hatte, griffen die Flammen schon gierig danach. Feuer. Manchmal hatte sie Angst vor Feuer. Eine Kindheitserinnerung. Eine von vielen schrecklichen Erinnerungen. Aber das mit dem Feuer? Eine Erinnerung an die winkende Wanderer. Kein gutes Omen. Sie stand auf. Sie würde rausgehen, frische Luft schnappen. Ihre Blase drückte sowieso, wie fast eigentlich immer. Sie ging die zwei Schritte von dem kleinen, metallenen Holzofen zum Bett hin und schnappte sich eines der Felle. Sie wickelte es sich eng um die Schultern, dann öffnete sie die Tür und trat nach draußen. Ihre ersten Schritte waren ein wenig mühsam. Sie hatte einen schlanken Körperbau und ihr Bauch war nicht gigantisch, aber sie hatte sich noch immer nicht an das zusätzliche Gewicht gewöhnt, hatte noch immer nicht gelernt, mit der Veränderung umzugehen. Aber gut, es würde nicht mehr allzu lange dauern.
Während sie etwa ein Dutzend Schritte durch den Schnee stapfte, hatte sie hin und wieder Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Die Blase drückte, die Brüste spannten und sie kam sich schwer und unförmig vor. Ein paar Meter neben der Anhäufung von Feuerholz, die Rolf aufgeschichtet hatte, ließ sie die Hose runter und hockte sich hin. Während ihr Urin ein Loch in den Schnee zwischen ihren Füßen schmolz und sie Erleichterung verspürte, endlich Erleichterung, dachte sie nach. Sie hatten gewusst, dass Händler über den Berg kamen. Natürlich taten sie das nicht im Winter, so wie sie und Rolf es probierten. Eine saublöde Idee. Aber Rolf hatte Gründe gefunden, es trotzdem zu tun, und sie hatte sich bereitwillig darauf eingelassen. Hauptsächlich hatte das daran gelegen, dass sie alles in Lohnedorf an Frank erinnert hatte. Natürlich auch das Kind, das sie trug, sein Kind, erinnerte sie permanent an ihn. Aber die vorwurfsvollen Blicke seiner Eltern, des Schmieds und seiner Frau, es war wie eine Tortur gewesen, sie auszuhalten. Sie gaben Mariam die Schuld an seinem Tod, und auch wenn sie nichts dafür konnte, sie konnte sie ganz gut verstehen. Als sie sich wieder aus der Hocke erhob, zuckte sie zusammen. Schmerz durchzuckte sie. Sie unterdrückte einen Aufschrei. Etwas in ihr, etwas war gerissen. Obwohl ihre Blase doch schon längst leer sein müsste, tropfte noch immer etwas Warmes aus ihr heraus. Es roch nicht nach Urin. Es roch anders. Die Fruchtblase. Scheiße, 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 dachte sie und zwang sich noch ein wenig in der Hocke zu verweilen. Sie wollte nicht, dass ihre Hose nass und schmutzig wurde. Am besten würde sie sie ganz ausziehen, sobald sie wieder in der Hütte wäre. Nicht drauf achten, es geht von selbst vorbei, sagte sie sich und ließ ihren Blick schweifen. Es schneite noch immer leicht und der Himmel war fahl. Fahl und grau und windgepeitscht. Die Wolken interessierten sich nicht für sie. Das war Mariam klar. Niemand außer Rolf interessierte sich für sie. Und Rolf war nun mal nicht da. »Ich muss mich um mich selbst kümmern«, sagte sie sich. In der Ferne hörte sie Wölfe heulen. Sie waren noch weit weg. Es beunruhigte sie nicht. Aber sie nahm es wahr und erhob sich wieder. Die Hose zog sie nicht ganz hoch und verschloss sie auch nicht. Sie zog sie gerade so weit hoch, dass sie sich halbwegs bewegen konnte. Erneut keuchte sie auf, als ein weiterer Krampf ihren Leib schüttelte. Warum zur Hölle machte die Natur es einem so schwer? Mariam wusste, was auf sie zukam. Sie war schon bei genug Geburten dabei gewesen. Hatte Tücher angereicht und Wasser gekocht, während die Frauen nebenan oder auch im selben Raum geschrien hatten. Hatte sie Angst vor den Schmerzen und allem? Ja, ganz sicher. Aber sie wusste auch, dass man es überleben konnte. Dass die meisten es überlebten, hieß das. Jetzt, wo sie glaubte, dass ihre Fruchtblase geplatzt war, wusste sie, dass es nicht mehr lange dauern würde. »Ich muss mich vorbereiten.« Während oben am Himmel die Wolken weiter unbeteiligt vorbeizogen und in der Ferne die Wölfe heulten, schaffte es Mariam, noch ein wenig mehr Holz in die Hütte zu zerren und dann die Tür wieder hinter sich zu schließen. Sofort fühlte sie sich besser. Einen Moment hielt sie inne, erlaubte es sich, kurz durchzuatmen. Dann kümmerte sie sich um das Holz und das Feuer im Ofen. Jetzt war da keine schlimme Vorahnung mehr. Nur noch Wärme, die Mariam genießen konnte. Sie hatte keine Ahnung, wann Rolf zurückkehren würde. Sie musste davon ausgehen, dass sie die Sache allein durchstehen musste. Musste sich darauf vorbereiten. Etwa 10 Minuten später lag sie wieder auf dem Bett. Die Hütte war warm, so warm es eben ging. In Mariams direkter Reichweite befanden sich ihre Wasservorräte, etwas zu essen, ein paar Tücher, mit denen sie sich zur Not sauber machen konnte, und die doppelläufige abgesägte Schrotflinte. Nur zur Sicherheit. Noch dazu hatte sie ein paar besonders weiche Felle bereitgelegt, in die sie ihr Neugeborenes einwickeln würde. Auch ein paar der Geschirrhandtücher aus der alten Welt, die schon vor ihr in der Hütte gewesen waren, hatte sie links neben sich aufgestapelt. Ihre Hose hing jetzt auf einem wurmstichigen Stuhl in der Nähe des Ofens, damit sie trocknen konnte. Ein bisschen was hatte sie trotz ihrer Bemühungen abbekommen.
Den Bereich unter ihrem Hintern, zwischen ihren Beinen, hatte sie besonders gut mit Tüchern und Fellen ausgelegt, um das Bett zu schützen. »Bitte lass es schnell vorbei sein«, dachte sie. Sie wusste, dass Geburten sich über Tage hinziehen konnten, aber sie wusste auch, dass manche nur Stunden dafür brauchten. Sie hoffte mit all ihrem Herzen, dass sie zu diesen Frauen gehören würde. Und sie hoffte noch etwas anderes. Sie hoffte, dass Rolf bald zurückkommen würde. Zwischen Mariam und ihm gab es keinerlei Scham oder so etwas. Ohnehin war Scham ein Luxus, den die Welt einem heutzutage kaum erlaubte. Aber davon ganz abgesehen, war er so etwas wie ein Vater für sie. Nein, verbesserte sie sich in Gedanken. Er war ihr Vater. Einen anderen hatte sie nicht. Sie konnte sich nicht mehr genau daran erinnern, wann sie ihn das erste Mal gesehen hatte, aber er hatte ihr erzählt, dass es in einer Stadt namens Frankfurt gewesen war. In einem Zelt, das nicht im Freien gestanden hatte, sondern in der großen Bahnhofshalle. Da hatten Schütze und Wander noch gelebt, und seitdem war er irgendwie immer da gewesen. Sicher, er war alt geworden, aber, naja, zumindest meistens machte sie sich keine Sorgen um ihn. Er war stark und zäh, irgendwie unverwüstlich. Ja, unverwüstlich, und er kannte sich aus in der Welt. Er wusste, was man tun musste, um zu überleben. Jetzt, wo sie an Rolfs unverwüstliche Art gedacht hatte, störte es sie auch nicht, dass ein weiterer Krampf ihren Unterleib durchzuckte. Der Gedanke an Rolf hatte ihr Zuversicht geschenkt. Ein paar Sekunden lang fühlte Mariam sich gut, fast schon geborgen, fühlte sich, als ob sie schweben würde. Dann kam ein anderer Gedanke in ihr auf. Ja, der unverwüstliche Rolf, der wusste, wie man überlebte. Wo war er gewesen, als Frank gestorben war? Aber nein, das war ungerecht. Schließlich war sie mit Frank in die Stadtruinen gegangen, um mit ihm allein sein zu können. Mariam dämmerte weg, erinnerte sich an ihre Ankunft in Lohnedorf, wo sie Frank zum ersten Mal gesehen hatte. Sie und Rolf durchquerten gerade eine urbane Bruchzone. Manche der Häuser standen unberührt, manche waren halb im Boden versunken und ragten in bizarren Winkeln in den Himmel. Die Straßen waren wellig und aufgebrochen. Bäume, Sträucher und Farne wuchsen überall, wo es keinen Asphalt mehr gab, der die Erde bedeckte. Es war Rolf, der die mittelalterlichen Stadtmauern von Lohnedorf als erster entdeckte. Er war es auch, der vorausging, während Mariam hinter ihm lief und das Packpferd führte, auf dessen Rücken zwei frisch erlegte Rehe festgezurrt waren. Sie erinnerte sich noch, wie er plötzlich stehen geblieben war und in Richtung der Stadtmauer gezeigt hatte. Sie war seinem Blick gefolgt. Bis dahin war sie müde gewesen. Plötzlich war sie wach. Hellwach. Eine Siedlung bedeutete Sicherheit. Zumindest wenn die Menschen, die in einer der wenigen Siedlungen, die es noch gab, lebten, einem freundlich gesonnen waren, was leider nicht immer der Fall war. Oft genug war es vorgekommen, dass sie wieder abgewiesen wurden, wenn sie an Tore geklopft hatten oder wenn sie sich vor Mauern und improvisierten Barrikaden zu erkennen gegeben hatten. Bei einigen Gelegenheiten war auch sofort auf sie geschossen worden. Manchmal wurde auch Jagd auf sie gemacht, weil man vorhatte, sich ihre Besitztümer unter den Nagel zu reißen. Aber dieser Tag, erinnerte sich Mariam, dieser Tag war ein guter Tag gewesen. Auch Rolf hat das instinktiv gespürt. »Na komm schon, Mariam, leg mal einen Zahn zu. Das schauen wir uns an, oder was meinst du?« »Jep«, hatte sie geantwortet, und sie hatten einen Zahn zugelegt. Der Optimismus, der sie befallen hatte, wurde allerdings getrübt, als sie näher an die Stadtmauern herankamen. Vor der Stadtmauer war gekämpft worden.
Das konnten sie und Rolf unschwer erkennen, nachdem sie die Bruchzone hinter sich gelassen hatten. Zwischen der Bruchzone und der mittelalterlichen Stadtmauer gab es eine freie Fläche von vielleicht 2 oder 3 Kilometern. Man konnte der Ebene ansehen, dass hier Menschen Hand angelegt hatten. Bäume waren gefällt, Gräser wurden niedrig gehalten. Rolf war stehen geblieben und Mariam konnte zu ihm aufschließen. Schau dir das an, Mariam. Das ist eine Feuerzone. Für Angreifer gibt es hier nicht das winzigste bisschen Deckung. Mariam erkannte sofort, was er meinte. Was Taktik anging, hatte sie all ihr Wissen von ihm. Sie verstand seine Gedankengänge. Von der Stadtmauer aus konnte man alles und jeden beschießen, der sich der Stadt näherte. Und nicht wenige hatten es versucht. Die lagen jetzt tot im Dreck. Instinktiv unternahm sie einen Versuch, die Toten zu zählen, die auf der Freifläche zwischen der Bruchzone und der Stadtmauer lagen. Schnell gab sie den Versuch wieder auf. Es waren zu viele. Eine gewaltige Streitmacht für Zeiten wie diese war es gewesen, die versucht hatte, die Siedlung anzugreifen und dabei gnadenlos untergegangen war. Und jetzt, als sie genauer hinsah, konnte sie die Spuren des Kampfes auch noch an der Stadtmauer erkennen. Allzu lange konnte die Schlacht noch nicht her sein, die Leichen waren noch zu frisch. Das Schlimme an frischen Leichen war, dass man den Gesichtsausdruck noch erkennen konnte. Zum Todesschrei aufgerissene Münder und starrende Augen, Entsetzen, Angst und manchmal auch Hass. All das konnte man in den Gesichtern von Toten ablesen, wenn man genau hinsah. Und Mariam sah genau hin, weil Rolf ihr beigebracht hatte, dass man es leicht bereuen könnte, wenn man nicht genau hinsah, wenn man nicht darauf achtete, was um einen herum passierte oder was an einem bestimmten Ort offensichtlich passiert war. Keiner der Angreifer war weiter als 10 Schritte an die Mauer herangekommen. Man hatte sie vorher niedergemäht. Mit Erstaunen stellte sie außerdem fest, dass die Toten hauptsächlich Schusswunden aufwiesen. Das bedeutete, dass die Bewohner der Siedlung sehr, sehr wohlhabend und gut gerüstet sein mussten. Davon abgesehen bemerkte sie, dass man die Toten bereits geplündert hatte. Für sie und Rolf gab es hier nichts zu holen. Rolfs Gedanken schienen sich in ganz ähnlichen Bahnen zu bewegen, denn er sagte, »Naja, vielleicht war das ja doch keine so gute Idee. Die haben sicherlich noch schlechte Laune da drin.« Mariam hatte daraufhin genickt und dann den Kopf geschüttelt. Ihr war ein Gedanke gekommen. »Naja, irgendwie wirkt doch das Ganze, als wären die Stadtbewohner belagert worden.« Die freuen sich bestimmt über ein wenig frisches Fleisch. Für einen kurzen Moment hatte Rolf sie mit gerunzelter Stirn angeschaut und dann hatte er genickt. Okay, probieren wir es. Mit langsamen Schritten hatten sie das Schlachtfeld überquert und waren auf das Stadttor zugelaufen. Je näher sie herangekommen waren, desto besser hatte Mariam sehen können, wie viel Glück man während des Roten Bruchs in dieser Siedlung gehabt hatte. Die Mauern waren noch gerade, wiesen keine Risse auf, keine Ausbesserungen. Es war fast noch jeder Stein auf dem anderen, auch wenn die etwa 5 Meter hohe Wehranlage durchaus Spuren von Kampf und Feuer aufwies. Im Großen und Ganzen war die Siedlung auf jeden Fall vor den Urgewalten des Roten Bruchs verschont geblieben. Hin und wieder hatte Mariam auf der Mauer dahinhuschende Schatten, die Umrisse von Wächtern erkennen können. Die Anzahl der Toten, an denen sie vorbeikamen, nahm zu, je näher sie an die Stadtmauer herangelangten. Als ihr das klar geworden war, war ihr auch klar geworden, dass die Toten, die sie bis dahin gesehen hatten, höchstwahrscheinlich Kämpfer gewesen waren, die versucht hatten, dem Schlachtfeld zu entkommen, es aber nicht geschafft hatten. »Das waren Dags«, schnaubte Rolf plötzlich. »Es ist dir noch gar nicht aufgefallen, Mariam?« »Keiner von denen hat Schusswaffen, nur Knüppel, Speere, Keulen. Ach, Dreckspack.« Bei dem Wort Dex hatte Mariam eine Gänsehaut bekommen. Dex oder Degenerierte, das waren Anhänger eines Kults. Sie verabscheuten alle Erzeugnisse der alten Welt
wollten wieder in primitiver Barbarei leben, weil sie glaubten, dass Gott es so wollte. Ihre Existenz alleine hatte Mariams Kindheit in eine wahre Hölle aus Trauer, Blut, Hass, Rache und Gewalt verwandelt. Aber all das hatte sich irgendwie gelohnt, wenn man dieses Wort in diesem Zusammenhang überhaupt benutzen konnte. Heute gab es nur noch wenige versprengte Splittergruppen dieses Kultes. Die hier war außergewöhnlich groß gewesen. Wenn man andernorts das Pech hatte, Degenerierten zu begegnen, waren die Gruppen zumeist klein. Und wenn immer Rolf oder Mariam von der Existenz einer solchen Gruppe hörten oder direkt in sie hineinliefen, dann machten sie erbarmungslos Jagd auf sie. Mariams Gänsehaut flaute wieder ab. Sie blickte sich noch einmal etwas bewusster um und erkannte, dass Rolf recht hatte. Man sah es an der Kleidung aus Fell und Lumpen. Man sah es auch an den langen und zottigen, ungepflegten Haaren der Toten und den gelben Zähnen in den offenstehenden Mündern. Und Mariam bemerkte noch etwas. Die Waffen, von denen Rolf gesprochen hatte und anhand derer er die Degenerierten identifiziert hatte, die waren allesamt zerbrochen. Die Bewohner der Siedlung hatten ihnen alles genommen, was sie selbst noch hatten gebrauchen können. Ja, sie erinnerte sich noch genau. Das waren die Gedanken gewesen, die sie gedacht hatte, als ein Torflügel des großen Tores in der Stadtmauer sich plötzlich geöffnet hatte und ein ganzer Trupp bewaffneter Männer und Frauen auf sie zugestürmt war. Sie und Rolf hatten sofort die Hände gehoben. Sie beide waren sich die ganze Zeit über bewusst gewesen, dass man sie beobachtete. Aber dass man gleich auf sie losstürmen würde, damit hatten sie nicht gerechnet. Normalerweise rief man sich aus sicherer Distanz die nötigen Angaben hin und her und diejenigen, die hinter einem Tor oder hinter einer Mauer das Sagen hatten, konnten sich dann überlegen, ob sie die Besucher einlassen wollten oder nicht. Hier lief das offensichtlich anders. Die Bewohner von Lohnedorf hatten Rolf und Mariam im Nu eingekreist. Während die beiden von 10 Männern und Frauen des Dutzends Krieger in Schach gehalten wurden, machten sich 2 daran, ihre Habseligkeiten zu durchsuchen. Am Ende waren es die Atemschutzmasken und der Geigerzähler gewesen, die die Lohnedorfer davon überzeugten, es mit gut gerüsteten, aber normalen Reisenden zu tun zu haben und nicht mit Degenerierten, die technische Geräte ja verabscheuten. Von da an wurde alles viel einfacher. Mariam und Rolf erhielten Zutritt zur Stadt, sogar ihre Besitztümer ließ man ihnen, inklusive ihrer Waffen. Sie durften sich frei bewegen und die Stadt erkunden. Nur zu gut konnte Mariam sich noch immer daran erinnern, was für einen Eindruck die Siedlung auf sie gemacht hatte. Der Kampf mit den Degenerierten steckte den Menschen noch in den Knochen. Die Angst hatte die Gesichter noch nicht verlassen. In einigen der Gesichter konnte sie auch Trauer sehen. Es hatte wohl auch auf Seiten der Verteidiger Todesfälle gegeben. Trotzdem wurden sie und Rolf nicht mit mehr Misstrauen angeschaut als normalerweise üblich in einer solchen Situation, wenn Fremde in eine bestehende Siedlung kamen. Ihr erster Weg führte sie auf Rolfs Bestreben hin zum Wirtshaus der Bruchstube, die früher zum Ochsen gehießen hatte. »Komm, Mariam, schnapp dir eins von den Rehen«, hatte er gesagt und sich das andere tote Tier vom Rücken des Pferdes genommen. Mit dem Tier auf den Schultern hatte er die Schankstube betreten und sie hatte es ihm nachgetan. Sie hatten gehofft, dass sie ihre Jagdbeute gegen Kugeln würden tauschen können, aber da hatten sie sich geschnitten. Nur 2 Schrotpatronen hatte der Wirt ihnen damals anbieten können. Alles andere war in die Verteidigung der Siedlung geflossen und bei dem Kampf mit den Degenerierten verbraucht worden. Aber der Wirt war kein schlechter Mann gewesen. Er hatte nicht versucht, sie zu übervorteilen oder irgendetwas in der Art. Für 2 Wochen hatte er ihnen Essen und eine Übernachtungsmöglichkeit, ein Zimmer, angeboten. Und so war es gekommen, dass sie in Lohnedorf geblieben waren. Ihr nächster Weg hatte sie zur Schmiede geführt. Und da hatte Mariam Frank zum ersten Mal gesehen. Sein Vater, der Schmied, der von allen tatsächlich nur Schmied genannt wurde, sah genauso aus, wie ein Schmied eben aussehen musste, wie ein Bär. An Größe und Kraft stand er Rolf in nichts nach, aber sein Gesicht war deutlich gutmütiger als das von Mariams brummeligen Begleiter.
Trotzdem verstanden sich die Männer großartig, nachdem sie sich einen Moment lang gemustert hatten und sich danach die Hand schüttelten. Mariam wurde lediglich mit einem Lächeln und einem Nicken bedacht, das sie erwiderte. Also das Nicken, das Lächeln nicht. Wer sie lediglich wie ein Anhängsel behandeln wollte, hatte ein Lächeln nicht verdient. Frank hatte diesen Gedankengang offenbar in ihrem Gesicht ablesen können und grinste in sich hinein. Da hatte auch Mariam gegrinst. Und das ganze Verhängnis hatte seinen Lauf genommen. Ein langhallender Knall riss sie aus ihren Gedanken. Ein Schuss. Es konnte nur Rolf gewesen sein, der da geschossen hatte. Ihre Blase drückte schon wieder, trotzdem war sie beruhigt, den Schuss zu hören. Er würde bald zurück sein. Und sie? Sie würde ihr Kind nicht alleine zur Welt bringen müssen.